Hallo ihr Lieben, ich habe so einen kleinen Mischfall für euch und ich zeige euch mal, was ich was ich so an Schnäppchen ergattert habe. Ich war bei uns im Hagebaumarkt und zwar haben die da vorne im Eingangsbereich, ein bisschen weiter links, so Kartons stehen gehabt und dann stand reduziert alles auf 1 Euro. Und zwar habe ich mir da Tapeten gekauft und wenn wir sie nicht verwenden für den Zweck, für was sie sind, dachte ich mir zum Basteln. Und für 1 Euro war das nämlich nicht verkehrt. Und zwar habe ich hier einmal so eine graue, eine wunderschöne Fließtapete. Die hätte vorher reduziert 10 Euro gekostet. Und ganz davor waren es 19,99. Einmal diese Variante. Dann habe ich nochmal eine von diesem jungen Mann hier. Die war auch so in dem Preis und war 1 Euro reduziert. Dann habe ich vom Hagebaumarkt noch so eine Kundenkarte. Da kriegt man noch 3%. Ist jetzt nicht viel, sind 3 Cent. Aber ne, was man hat, hat man. Dann habe ich hier diese hier. Die gab es noch mit rosanem Muster. Da war ich noch schwer im Überlegen, ob ich noch eine mitnehme. Gab auch noch knallrotes, gab noch etwas dickere Tapeten. Und es gab halt auch nicht nur immer einzeln, wie ich sie jetzt gekauft habe, sondern von denen gab es, glaube ich, 10 Stück, von den anderen gab es 8 Stück, von den anderen gab es 4. Also man hätte sich auch eine ganze Wand damit tapezieren können. Diese wäre mal 17,54 € gewesen, auf 8,50 dann reduziert worden und ich habe sie für 1 Euro mitgenommen. Und da hatte ich gern 2 von gehabt, weil ich glaube, hier ist gar nicht so viel drauf. Die war reduziert, jetzt mal überlegen. Ich glaube auf, hier die wäre 16,99 gewesen, bestimmt hier 8,99 oder so. Ach, 8,50 €. Die fühlt sich nämlich sehr, sehr leicht an. Ich weiß es nicht, wie viele Meter hier drauf sind. Lässt sich auch nicht erlesen, auf alle Fälle. Die ist so ein bisschen mit Schimmer. Jetzt mal gucken, sieht man das so besser? Jetzt sieht man es. Die ist so ein bisschen mit Schimmer. Also die ist sehr, sehr schön und ich glaube recht gut zum Verbasteln. So, das war aus dem Hagebaumarkt. Dann war ich gestern in Brühl unterwegs und dort war ich zum Beispiel im Kick. Da habe ich eine etwas dickere Jacke gefunden. Ich glaube, das ist aus der letzten Saison. Die ist hier unten mit so Fließärmelchen abgesetzt. Hat jetzt 5,99 € nur noch gekostet. Und da habe ich gedacht, die nehme ich mit. Einmal die. Dann habe ich dort noch so eine Winterskihose in 122 gekauft. Die wäre 9,99 € gewesen und hat jetzt nur noch 3,99 € gekostet. Das fand ich jetzt auch gut, weil bald kommt es ja, so langsam ist ja der Herbst da, obwohl die nächsten Tage soll es ja noch richtig schön werden. Und dadurch habe ich die jetzt noch gekauft. So, dann war ich im Rewe, der ist ja auch dort. Da habe ich Schokobons gekauft, die sind aktuell im Angebot für 2,79 €, das sind 300 Gramm. Und die großen Kinderriegel, wie ihr seht, ich habe schon genascht und mein Kind auch. Jeder hat da schon einen. Auch für 2,79 €, da sind 18 Stück drin. Ich habe gehofft, ich finde noch irgend sowas. Denkt dran, außerdem am 20.09. ist wieder Kindertag. Ich weiß nicht, ob wieder die Aktion läuft. Ein Artikel kaufen, Kassenbon an Kinder schicken und man kriegt das Geld zurück. Auf jeden Fall haltet das mal im Auge, 20.09. So, dann war ich Euroshop. Dort habe ich für 1,10 € einmal dieses Wellness-Set gekauft. Das fand ich echt gut, wenn es nachher nur zum Verschenken ist. Auf alle Fälle habe ich gedacht, das ist eigentlich mal was ganz Nettes. Und ich hatte, die sind schon am Grill, so Aluminiumschalen gekauft. Da sind 4 oder 5 Stück drin. Die kommen bei uns unter dem Grill und so als also damit es aufgefangen wird. Dann war ich in Brühl im C&A drin und die haben mir aktuell ganz viele Sachen reduziert. Unter anderem habe ich dann gekauft einmal so ein Doppelpack kurze Hosen für nächstes Jahr in der Größe 116. Die sind, finde ich, sehen sehr groß aus, also auch sehr lang.
Die denke ich, werden nächstes Jahr noch passen. Für 2,99 zwei Stück. Und für 1,99, das ist so ein bisschen festerer Stoff. Statt, ich weiß gar nicht, hier steht glaube ich 6,99 in Größe 122. Eine rote Hose. Dann war ich im Ernstings Family drin. Die haben ja momentan auch auf 50% auf alle reduzierten Sachen. Da habe ich leider nichts mehr gefunden. Die haben auch ganz, nee, obwohl, ich weiß gar nicht, ob diese 50% Aktion noch läuft. Ich glaube, die haben schon runter reduziert auf 1, 3 und 5 Euro. Da habe ich nur leider nichts gefunden. Ich habe aber gefunden, und zwar hatten die Aktion, ich habe mir für mich ein paar Damenoberteile gekauft. Und zwar gab es da, das hat jetzt 2 Euro gekostet und dann gab es die Aktion, nimm 3, zahl 2. Also habe ich jetzt für 3 Teile 4 Euro bezahlt. Einmal mit diesem Vogelmotiv, einmal mit diesem Schmetterlingsmotiv und einmal dieses Sternemotiv. Dann habe ich noch bei NKD war ich drin. Die haben jetzt langsam wieder angefangen, Kindersachen mit aufzunehmen. Da war sehr lange sehr mau. Viel gab es nicht, aber für 2,22 € habe ich dieses coole, er steht ja so auf gelb, Bagger-T-Shirt gekauft in Größe 122, 128. Das fand ich richtig cool. Das kriegt er dann auch noch zum Geburtstag. Ach, im Euroshop habe ich ein Scherenset gekauft. Aktuell verschwinden bei uns hier nach und nach die Scheren. Ja, hier sind meine 400 Kassenbons dazu. Dann war ich im Action drin dort, habe ich mir diese Leckerlis gekauft. Die kosten 1,29. Vorher waren 200 Gramm drin für 99 Cent. Dann war ich im Kick noch drin in der Innenstadt. Und da habe ich für nächstes Jahr, ich hätte gerne gelbe gehabt, aber Neongrün geht auch. Ich finde mal, da sieht man die Kinder so schön. In 122, 128 für 1,99 eine Hose gekauft. Und wir haben ja jetzt am Wochenende feiern wir Kindergeburtstag, dafür habe ich noch was gebraucht. Da habe ich jetzt Lineale für 10 Cent gefunden. Einmal in Blau und einmal in Rosa. Das sind diese flexiblen. Dann habe ich hier solchen Stoff gefunden, Bastelstoff. Einmal diesen, einmal diesen, einmal diesen für 10 Cent. Und ein so Notizzettel. Auch für 10 Cent. So, jetzt muss ich mal schauen. Achso, die habe ich auch noch. Ich glaube 1,45 Euro. Schwarz- und Weißschreiber für schwarzes oder koloriertes Papier. Das fand ich ganz cool. Die habe ich bei uns noch nicht entdeckt. Ich habe regulär auch noch neue Stanzen gekauft bei uns in der Filiale, aber das werde ich euch im nächsten Video zeigen. Mal gucken, das war auch leer. Ja, die zeige ich euch im nächsten Video. Ich habe die, glaube ich, jetzt an die Seite gelegt, irgendwo hin. Wie es immer so schön ist bei mir. Momentan ist das sowieso alles hier ein bisschen durcheinander, aber ja. So, ihr Lieben, das war so ein kleiner Schnäppchenhaul mit dem, was es so aktuell gibt. Also, wie gesagt, es gibt ganz viele Geschäfte, die ganz viele Sachen runter reduziert haben. Ob es C&A ist, bei Taco habe ich nichts gefunden. Ja, momentan auch 50% auf reduzierte Ware. Da habe ich nur leider nichts gefunden. Der Ernstings Family hat reduziert. Bei H&M war ich nicht drin. Ich denke, die werden auch reduziert haben. Ja, und wenn es nur eine kleine Ausbeute ist, aber immer mal so ein Teil oder zwei, das ist schon super. So, ihr Lieben, eine Sache noch, aber da kommt, denke ich, separat nochmal ein Video. Wer einen Bastel-Adventskalender haben möchte, kann sich gern bei mir per E-Mail melden. Die E-Mail steht natürlich unten drin. Und ab 30 Euro inklusive Versand. Und ja, wie gesagt, dazu kommt nochmal separat ein Video.
jetzt Anfang September. Und da erzähle ich euch noch mal ein bisschen mehr mit dem, was drin sein wird, mit dem. Aber wer schon mal einen Bastelkalender von mir gekauft hat, der weiß in etwa, wie tolle, also wie was für Sachen so drin sind. Also ihr Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns im, also ihr seht mich im oder hört mich im nächsten Video. Und über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Vielleicht gibt es ja auch mal ein oder zwei neue Leute, die gerne meinen Kanal abonnieren wollen. Und ab übernächste Woche hoffe ich, dass ich dann auch mal ein Bastelvideo wieder zeigen kann. Momentan bin ich ja gar nicht dazu gekommen, weil einfach zu viel drumherum ist. Also, ich würde sagen, bis dann, ihr Lieben. Bis bald.